Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Meldung, die heute die Börsen nach oben getrieben hat, einmal mehr Fake News. Und es gibt ein gewisses Muster hinter diesen Fake News. Und das ist das eigentlich Interessante. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und wir wollen uns mal dieses Muster bei den Fake News anschauen. Wir haben heute die Meldung, die ich Ihnen hier mal zeigen werde, einer amerikanischen Agentur, dessen Namen man besser nicht nennen sollte, wonach man sich grundsätzlich geeinigt hat im Handelskrieg auf diesen Phase 1 Deal, grundsätzlich auf das Volumen der Rückabwicklung der Zölle geeinigt habe. Und nein, diese ganze Geschichte mit Hongkong und Xinjiang, diese Uiguren-Provinz, das spielt eigentlich gar keine Rolle, so diese Meldung. Und dann kommt noch der wirklich lustige Satz, dass die Verhandler beider Seiten bald noch vor dem 15. Dezember, also vor dem Datum, an dem die Strafzölle ja in Kraft treten, wenn Donald Trump sie jetzt nicht noch verschiebt, dass die sich vorher treffen und eine Unterschrift leisten, dass der Deal also vor dem 15. Dezember dann wirklich steht. Nun haben wir interessanterweise bisher noch keinerlei Hinweis darauf, dass es ein Treffen der Delegationen geben soll. Es ist ja so, dass man ein solches Treffen nicht heute Abend vereinbart und morgen früh sitzt man dann in Peking oder die Chinesen in Washington. Da braucht es schon einen gewissen Vorlauf. Also die Geschichte mit dem 15. Dezember, die wird auf jeden Fall ziemlich eng. Dann müsste im Prinzip jetzt spätestens zum Wochenende hin der Termin für ein solches Treffen der beiden Delegationen festgelegt werden. Da kann man also schon mal die Uhr danach stellen. Aber es zeigt dieses Muster hier, das wir hier sehen in dieser Meldung. Ist ein ganz ähnliches Muster, das wir schon öfter gehabt haben. Nämlich der Deal ist unmittelbar nahe und dann kommt er trotzdem nicht. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass diese Meldungen Fake News waren. Sie waren Fake News, weil sie in der Realität eben nicht eingetroffen sind. Und wahrscheinlich wird diese Meldung, die heute die Märkte nach oben gebracht hat, eben die Realität wieder oder wird von der Realität wieder eingeholt. Das ist das kleine Problemchen an der Sache. Hier zum Beispiel die Aussage, nein, nein, diese ganze Uiguren-Thematik, Hongkong-Thematik, die spielt gar keine Rolle. Dann hören wir aber mal, was ein chinesischer Regierungsberater sagt. Ja, sagte der, diese Uiguren-Geschichte, diese Uiguren-Bill, wie es heißt, also diese Menschenrechtsresolution des US-Kongresses in Sachen Uiguren, die ja gestern mit 407 zu einer einzigen Gegenstimme angenommen wurde, die haben Auswirkungen. Man könnte die Trade Talks hier in den Blick nehmen, als Ziel nehmen, oder man könnte amerikanische Firmen in den Blick nehmen, so dieser chinesische Regierungsberater. Also so ganz keine Rolle scheint das wohl doch nicht zu spielen, zumal eben Peking ja den amerikanischen Botschafter einbestellt hat heute, eben wegen dieser Uiguren-Bill. Und dann schauen wir uns mal an, was andere chinesische Medien zu sagen haben oder andere Stimmen aus China. Zunächst mal Hu Xixin, der sagt, ja lustig, was da wieder postuliert wird. Ich wette, dass da heute irgendwelche amerikanischen Offiziellen sich wieder melden und sagen, der Deal ist ganz, ganz nahe, wetten, damit sie die Aktienmärkte nach oben bringen. Das haben sie nämlich schon so oft gemacht. Und hier Eunice June, die CNBC-Korrespondentin in Peking, hat gesagt, meine Quellen, also diejenigen, mit denen sie spricht aus der chinesischen Regierung, die haben gesagt, wir glaubten Anfang November schon einen Deal zu haben mit Donald Trump, inklusive Rückabwicklung der Zölle. Aber dann hatte Donald Trump wieder zurückgesteckt, wollte diese Zölle nicht rückabwickeln. Und wahrscheinlich sind wir jetzt genau an dem Punkt, dass Donald Trump die Zölle nicht rückabwickeln will, die Chinesen das aber fordern. Wir drehen uns permanent im Kreis. Wir erinnern uns, dass die Chinesen ja Anfang November extrem optimistisch waren. Da haben die Amerikaner geschwiegen und es kamen ständig optimistische Meldungen aus Peking. Jetzt haben wir wieder das Muster, nachdem wir monatelang, jahrelang optimistische Aussagen von den US-Delegationen gehört haben, respektive von US-Journalisten, amerikanischen Nachrichtenagenturen. Dann waren es plötzlich Anfang November die Chinesen. Jetzt sind es wieder die Amerikaner, nur der Deal, der ist nicht da und ein Treffen ist bisher auch noch nicht vereinbart. Schon sehr, sehr seltsam. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte ein permanentes Missverständnis beider Seiten. Die eine Seite meint, naja, im Grunde haben wir doch jetzt alles geregelt, oder? Jetzt können wir doch den Deal machen. Und dann sagt die andere Seite, nee, nee, wir haben nichts geregelt oder wir haben nur Teile geregelt. Das, was uns wichtig ist, das ist noch gar nicht drin. Und dann sagen die anderen, echt? Darüber haben wir doch noch gar nicht gesprochen. Und so geht diese ganze Geschichte weiter. Übergeordnet haben wir es mit einem riesigen Systemkonflikt zu tun. Ökonomisches Modell,
ideologisches Modell, Machtpolitik, Geostrategie, all das spielt eine Rolle, eben nicht nur Handel. Deswegen sind die Dinge ja deutlich komplizierter, als die Märkte meinen. Wir haben heute wieder nicht besonders tolle Konjunkturdaten aus den USA bekommen. ADP-Arbeitsmarktbericht, deutlich weniger Stellen als erwartet. 67.000, 140.000 waren erwartet, aber vor allem aus dem produzierenden Gewerbe 18.000 Stellen verloren gegangen. Vor allem kleine Firmen haben Leute entlassen. All das zeigt, dass der Arbeitsmarkt langsam Probleme bekommt. Das wirft so einen Schatten auf die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Und dann haben wir den ISM-Index. Hier sehen wir auch eine ziemlich klare Abwärtstendenz. Zwar waren die neuen Aufträge etwas besser, aber Business Activity so schwach wie seit dem Juli 2009 nicht mehr. Und Carl Quintanilla sagt hier, ja, wir sehen, dass eben jetzt die Schwäche aus der Industrie langsam in diesen Servicebereich, in den Dienstleistungsbereich übergreift und scheint eben auch überzugreifen langsam in den Arbeitsmarkt, wenn die ADP-Zahlen hier richtungsweisend sein sollten. Ansonsten, was war noch? Es war heute natürlich NATO. Da gab es wieder ein paar lustige Dinge. Da hatte zum Beispiel Trudeau, der kanadische Ministerpräsident, sich mit einigen anderen Staatschefs unterhalten und ein bisschen über Trump gespottet und seine Neigung, ausführlichste Pressekonferenzen zu halten. Daraufhin hat dann Donald Trump die eigentlich anberaumte Pressekonferenz zum Ende des NATO-Gipfels kurzerhand mal abgesagt und gesagt, ja, wir haben schon so viele Fragen beantwortet. Und er hat auch gegen Trudeau polemisiert und gesagt, das ist nicht sehr nett. Erst dieser Eklat mit Macron, jetzt mit Trudeau, ist schon lustig, wie die Herrschaften sich da hier die Frechheiten um die Ohren schmeißen. Ansonsten haben wir nochmal hier vielleicht interessant die Voraussagen für die Entwicklung des Jahres 2020 beim S&P 500. Und wir sehen, es gibt kein einziges Analystenhaus, das sagt, dass der S&P unter der 3000er Marke im Jahr 2020 enden wird. Der Konsens ist super bullisch. Wir haben den Fed-Put, sagt man sich, aber keiner stellt die Frage, was ist da los am Repo-Markt? Heute hat der Richard Clary, der Vizechef der Fed, gesagt, ja, vielleicht hat es ja zu tun mit den Regularien, die wir bei den großen Banken jetzt eingeführt haben. Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das zeigt, dass die Fed wahrscheinlich selber nicht wirklich weiß, was abgeht, oder sie weiß es sehr genau und will es auf gar keinen Fall sagen. Also dieser Fed-Boost, der kontrastiert eben mit der Tatsache, dass wir nach wie vor einen immensen Liquiditätsbedarf am Repo-Markt haben. Alles kann nur besser werden, aber gleichzeitig, und das sieht man hier, sind die Gewinne der Unternehmen eben deutlich nach unten gerichtet. Vor Steuer, durch die Steuererleichterung sieht das dann etwas besser aus. Hier sehen wir den S&P nach oben gerichtet. Hier sehen wir dann die Gewinne der Unternehmen und in einer anderen Grafik wird das noch ein bisschen deutlicher, wenn ich die noch finde. Ich finde sie jetzt nicht, aber egal, jedenfalls zeigt es, dass wir ein weiteres Auseinanderklaffen haben zwischen Kursentwicklung und fundamentalen Daten. Da ist dann immer wieder die Handelskrieg-Hoffnung und es ist vor allem das Verlassen auf die Fed, die uns schon ausbailen wird. Nächste Woche ist ja Fed-Sitzung. Da wird zwar erwartet, dass die Fed nichts tut, aber vielleicht kommen da doch ein paar interessante Aussagen dann in Sachen Fed-Put, wie der gemeint sein könnte. Schauen wir uns jetzt hier mal die Indizes an. Hier sehen wir den S&P 500 hier mit der ersten Jubelmeldung. Hurra, der Deal ist nahe, noch vor dem 15. Dezember, wahrscheinlich schon heute Abend, meine Damen und Herren. Sie müssen nur ein bisschen geduldig sein. Und dann nochmal eine Rampe zur Eröffnung. Jetzt so ein bisschen Gewinnmitnahme in die Charts, meine Damen und Herren. Von, Sie ahnen es, ich werde es diesmal nicht aussprechen. Ja? Dann haben wir hier den Nasdaq 100, 8294. Wir sehen den Dow Jones, der jetzt erfolgreich wieder unter die 27.700er Marke gefallen ist. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der hält sich hier bei 13.150, hier der Schnaps nach oben. Aber seitdem ist ein bisschen Langeweile angesagt. Der tritt man auf der Stelle. Euro-Dollar kommt ein bisschen runter, war schon über der 1,11er Marke heute. Wir sehen Gold wieder ein bisschen unter Druck. Klar, Risk on ist wieder angesagt. Fake News trifft Algos, könnte man auch formulieren. Und dann sehen wir den Preis für Crude Oil, der gestiegen ist, obwohl hier eine Aussage der Saudis kam, ja, wenn die anderen nicht bereit sind, die Produktion zu kürzen, dann werden wir unsere Produktion ausweiten. Eine kleine Spitze gegen die Freunde aus Moskau, die da nicht so mitziehen bei dieser Produktionskürzung. Auch das wahrscheinlich eine permanente Wiederholung von Fake News. Ihr wollt nicht, dann machen wir das. Das klingt so ein bisschen nach Handelskrieg, nach Trump.
den größten aller Fake News Produzentinnen, der heute auch wieder gesagt hat, ja, die Gespräche laufen sehr, sehr gut. Mal gucken, was passiert. Ja? Die laufen immer dann besonders gut, wenn die Märkte gefallen sind. Und wenn die Märkte steigen, dann haut Trump schon mal einen raus. Auch einen Deal können wir vielleicht dann im Jahr 2080 machen, wenn ich dann die 27. Periode meiner Amtszeit habe. Schauen wir mal, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt Servus und schönen Abend. Ciao.